Wir sind da wieder auf der Insel. Es ist früher Morgen. Und da ist gerade die Sonne aufgegangen. Und habe jetzt mein Floß komplett umgebaut auf Stein und habe da auch so eine Art kleines Haus da hinten draus gemacht. Und das ist noch ein bisschen größer geworden, noch etwas länger. Los hat jetzt ein schönes Dach, kann man auch drauf landen. Alles aus Stein, mit Gucklöchern. Nach vorne noch ein bisschen länger gezogen. Nach vorne habe ich dann eine Holztreppe gelassen. Erstens ist die nicht kaputt gegangen. Da guckt der Schrank ein bisschen raus, aber was soll's. So. Da muss man immer aufpassen, wenn man runterspringen will, dass man da richtig landet, nicht dass man ins Wasser springt. Ja, Strickleiter zum Hochklettern. Wer will die denn verkürzen? Die würde ich eher lieber etwas verlängern. Ba, ba, ba. Auch nicht schlecht. Und springen. Zack. Da habe ich mal zugemacht. Da tritt keiner mehr rein. Ich habe da jetzt das ganze Holz weg, weil das Holz hat mir da der dicke T-Rex ein bisschen kaputt getreten. Da habe ich gesehen, das hält ja doch nicht so viel aus. Der T-Rex hat da eher drauf rumgelatscht und dann war einiges zu reparieren. Da habe ich mir gedacht, nee, dann mache ich jetzt alles aus Stein. Ich habe ja jetzt den Döli. Und da kann ich mir das auch leisten, da jetzt alles aus Stein zu machen. So, tja, dann werde ich mich da jetzt mal mit dem Monsterfloß auf die Socken machen. Was wir jetzt nicht dabei haben, das bauen wir. Und zisch. Ich werde jetzt auf der Insel da mal anlanden und werde mir mal angucken, weil das ist ja irgendwie interessante Steinformation. Die schaue ich mir jetzt gerne mal näher an. Vielleicht ist ja da wieder so eine Explorer-Note. Ja, so eine Explorer-Note zu finden. So Jungs, mitkommen. Auf geht's. Das sieht so interessant aus, diese Steinformation, diese Schräge da drüben. Das gucken wir jetzt mal. Da hochreiten. Wird nicht funktionieren. Vielleicht ist hier unten drunter ein Schacht. Hier ist aber kein. Hätte ich jetzt gedacht. Hätte ich fast vermutet. Ja. Ja, und was mir noch einfiel, hier ist so eine Gegend. Da gibt es ja diese Biber, die Castoroides. Und da will ich doch mal gucken. Da ist auch schon eine. Und da war schon eine. Lass mich mal hier ein bisschen rumgucken. Warum ist hier so gelb? Abfehler. Oder von der Sonne. Eine merkwürdige Spiegelung vom Sand.
Ja, die Biber sammeln nämlich selbstständig Holz. Und wenn ich mich nicht täusche, ist das da drüben anscheinend ein Biber. Diese, das römische da im Wasser mit dem weißen Streifen. Ja, der typische Biberschwanz. Piranha. Pfui, Wasser weg. Biber. An seinem Biberbau. Wie kriege ich den jetzt aus dem Wasser? Ist da die Frage. Wenn ich den jetzt betäube, trinkt er mir. Muss ich jetzt mal grübeln. Wie wir das am besten machen. Erstmal hier wieder erstmal Mitstreiter raus. Tja. Da liegt der Biber. Und im Wasser sind Piranhas. Also auf jeden Fall brauche ich erstmal Narkosemittel. Das muss ich mir noch holen. Also Jungs, kommt mit. Wir holen Narkosemittel. Erstmal Narkosemittel holen. Hab ich denn da eigentlich noch dabei? Wer braucht denn Holz? Bohle ist klar. Die Fackeln muss ich auch nicht mitschleppen. Ist das viel. Die ist auch kaputt. Reparieren. So, die Fackeln können auch rüber. Ja, und das Leder, da braucht man auch nicht mitschleppen. Na komm. Na, wo ist es da? Und das brauche ich auch nicht mitschleppen. So, gut. So, meine Lieben. Ich könnte hier mal probieren. Oh ja, das probiere ich mal. Vielleicht funktioniert das ja. Okay, ihr bleibt hier. Und ich gucke mal, ob ich mit dem lieben Agi den Biber grapschen kann aus dem Wasser. Und dann nehme ich ihn mit zu meinem Floß und betäube den da. Da ist er auch schon. Das funktioniert. Der ist aber schwer. Ist der schwer. So, wenn ich den fallen lasse, wird der natürlich versuchen, stiften zu gehen. Das heißt, da muss ich da ganz schnell mit der Bola ran. So, jetzt müssen wir den betäuben. Na? Und schläft. Ist da nicht noch irgendwelche? Ah, verdammt, jetzt schnell gehen soll. Natürlich die Jungs im Weg rum. Hatte ich da nicht noch Bären? Hier habe ich noch ein paar Bären. Und da habe ich noch ein paar Bären. Aber die Welt ist das nicht. Mist. Da war schon mehr Bären. Na gut, die muss ich dann schnell sammeln. Jetzt erstmal gucken, dass der irgendwas an Bären futtert. Besser als gar keiner. So, dann gucken wir mal, was wir hier an Bären finden.
Ich denke mal, das könnte jetzt reichen. Das sollte reichen. Was ist denn das für eine Level 9? Na ja, gut. Besser als nichts. Hauptsache, der sammelt dann. Ein bisschen was an den Beeren hat er ja schon gegessen. Das ist ja gut. Vielleicht isst er dann lieber Amarbeeren, wer weiß. Oder vielleicht besser Mayo-Beeren. Oder auch Stimmbeeren. Na, die wecken ihn vielleicht auf, wenn er die isst. Nee, die lassen wir dann weg. Das brauche ich nicht. Nicht, dass der noch aufwacht. Der Bursche. Die Narkopäen kann ich ihm ja auch verfüttern. Und das wird auch Zeit. Er ist schon wieder fast aufgewacht. Der ist aber schnell. Der wacht aber schnell auf. Da werden wir den mal hier. Zack. Zähmung 10%. 4 Level wird er kriegen, wenn er so bleibt mit 99. Das heißt also 13. Aber der Trick war doch gut. Der Trick war gut mit dem Agi. Und mit dem Agi das Vieh geholt. Ich hätte ihn notfalls da, wenn er an seinem Bau gewesen wäre, auch aus dem Wasser dann holen können mit dem Agi. Ja, da hätte ich ihn gar nicht erst rauslocken müssen. Und dann ist er hier gleich auf der Insel. Hier ist es relativ sicher, wie wir vorhin gesehen haben. Da ist jetzt hier nichts rumgelaufen. Ja. Wobei ich trotzdem mal meine Jungs holen könnte. Und auf neutral pfeifen. Falls irgendwas kommt und die beißen will. Der wacht doch schon wieder fast auf. Mann! Hau mir dem mal eine ordentliche Portion von dem Zeug rein. Ja, so wie diese Dödis da, oder wie die auch heißen, diese komischen Runden, die sich zusammenrollen, so wie die selbstständig Stein sammeln, so sammeln die Biber selbstständig Holz. Sammeln selbstständig Holz, die Burschis. So wie die Mojobs ja selbstständig alles einsammeln, Fasern und Beeren und alles Mögliche. Blut, Ekel, Blut und was auch immer. Die Mojobs. Es wird morgen. Mr. Bieber. Der Bieber. Wir haben den Bieber. Ups. Jetzt habe ich die Beeren gegessen. Tja, dann soll der mir folgen. Da kommt der gedoppelt. Na, zwischen Bäumen eingeklemmt. Na, sauber. Ja, nee. Du solltest doch Holz hacken, nicht ich.
So, dann galoppeln wir mal hinterher. Komm hier, komm. Hierher. Muss man den Folgeabstand auf niedrig stellen. Wir sollen bestimmt mal ein bisschen näher kommen. Komm unter das Dach, genau. Dann bleibst du schön hier. So, er hat Beeren zum Essen. Das ist soweit okay. Sollte ich noch mal heim? So, Freunde, kommt mal her. Fehlt das da schon wieder eine oder wie? Da können wir mal einen Löffel aufgeben. Was ist jetzt? Ach, der Biber. So, Jungs. Bleibt mal schön stehen. Hier kann ich jetzt mal aufrüsten. Na, was geben wir denn da mal drauf? Ausdauer 255. Und wir da mal auf Gesundheit. So, ihr bleibt mal schön alle stehen. Hier ist noch nichts mit Aufrüsten weiter. Noch nichts mit Hochleveln. Schon mit der zwei ineinander. Ich denke mir dann, es wäre eine und es würde eine fehlen. Jo. So, da ist der Biber und da sind die Jungs. Da muss ich jetzt mal überlegen. Ich könnte mit dem Agi heimfliegen und gucken, dass ich da Gemüse hole. Das ist ja noch nicht so weit. Ich könnte das Floß hier lassen. Wobei die Frage ist, bin ich mit dem Floß schneller oder bin ich mit dem Vogel schneller? So schnell fliegt der ja auch nicht. Und dann die Jungs hier lassen, alleine, die allein zurechtkommen. Das sind alles so Fragen über Fragen. Kommt hier zumindest schon mal eine Schildkröte angetrabt. Wenn ich jetzt so stehe und ich da im Wasser lande. Ja. Okay, beim nächsten Mal nicht mehr. Test erfolgreich bestanden. Jetzt ist ja die Schildkröte unterwegs. Mann, Mann, Mann. Wie gefällt's hier? Diese Schildkröten auch irgendeinen netten Zweck haben. Die nehmen wir jetzt mit. Die nehmen wir jetzt mit. Da ist sie jetzt selbst schuld. Wird sich wundern, wo sie dann landet. Jetzt sind wir gleich im Wasser. Ja, zack. Ins Wasser rein. Da hinten läuft was, das sieht aus wie ein Biber. Das sieht so aus. Geben wir mal Gas. Ja, das ist er. Das ist einer. Was ist das? Da stand es eben. Jetzt kann ich es nicht mehr erkennen.
Weibliche. Level 1. Oh Gott. Level 1, Mann. Geht's nicht besser? Etwas besser? Ja. Der geht dann wieder nur im Kreis. Wie es gefüttert wird. Level 1. Ich hatte hier auch so einen Schwarz-Weißen gesehen. Ist aber irgendwie nicht mehr da. Tja. Da schlepp ich mir den erstmal wieder zu meinem Floß. Er hält schön still. Schön brav. Wehrt sich gar nicht. Das ist jetzt ganz benommen. So, und jetzt wieder flott. Stopp. Stehen bleiben. Zwei Pfeile genügt. So. Ja, genau. Mal gucken, ob das Zeug noch haltbar ist. Oder ob es schon vergangen ist. Nee. Ist noch. Ja, und dann brauchen wir noch Betäubungsmittel. Zack. Und flitzen, bevor das hier jetzt noch vergeht. So, Gemüse. Mag er ja ganz besonders. Mal gucken, ob da die Zähmung schneller geht. Will das Tier nicht mal was essen jetzt? Jetzt hat's. Hat es was gefunden. Aber die Benommenheit. Narkosemittel einflößen. Kriegt doch kein Level drauf. Effektivität 99,9 und 0 plus 0 Level. Na toll. Ja, das ging jetzt auf einmal ganz schnell. Das ist die Frau Biber. So, angekommen. Ein Schritt zu falsch. Ein falscher Schritt. Hallo. Wie geht's? Folge mir unauffällig. Lass mal gucken.
gucken, vielleicht gibt es da schon einen neuen Level. Ja, gibt es. Kann man schon hochleveln. Da geben wir hier mal ein bisschen Gesundheit drauf. Nochmal bitte. Und freut sich. Jo. Immer hinter mir. Ich habe da einen Bekannten für dich. Ups. Da hinten läuft er. Da auf der linken. Sammelt. Ich habe ihn gerade hier gesehen. Na, wo ist er denn? Ah ja, da. Da wuselt's. Schau mal, wen ich hier mitgebracht habe. So, dich wollen wir jetzt mal konfigurieren. So, Wandern aktivieren wir. Dann stellen wir dich auf neutral. Optionen waren klar. Ernteeinstellungen machen wir mal aus. Machen wir es wieder an. So, dann haben wir noch Folge, lassen wir stehen, Wandern aktivieren, das ist ja deaktiviert, hä? Aktiviere Wandern, so, jetzt ist es aktiviert, muss ich nur noch freigeben, Na? Folgen. Das ist nicht aktiviert. Jetzt ist es aktiviert. Folgen ist deaktiviert. Ah, jetzt geht's los. Hat etwas gedauert. Wie sieht es denn in deinem Inventar aus? Oh, der hat jede Menge Holz. Ja, einiges. Wo war denn die Kartoffel her? Die habe ich ihm nicht gegeben. Oder? Habe ich ihm die gegeben, dann mag der keine Kartoffeln. Dann mag der keine Kartoffeln. Karotte hat er auch nicht gegessen bisher. Hat vielleicht auch keine Hunger. Jedenfalls sammelt er fleißig ein. Bleib doch mal stehen. Ich kann mir doch bestimmt. Ah, bleib doch mal stehen. Doofkopf. Jetzt zischt er da das Wasser. Wenigstens ist er immer sauber und badet sich. Mann, wie kriege ich den jetzt mal, dass der stehen bleibt? Das ist immer ein Problem hier mit diesen Tieren. Wenn die zu weit sind. Dann funktioniert das mit dem Kreismenü nicht mehr. Der will spielen mit mir. Kollege, bleib doch mal stehen.
Club. Kriegt das Kreismenü nicht. Jetzt. Und wann der ist deaktiviert? Jetzt. Na also, guck mich nicht so schlau an. Du Witzbold. Ah, so. Denn da, der hat Level 14. Sind wir dem mal ein bisschen Gewicht drauf. Und jede Menge Holz, das könnte ich nicht schleppen. Siehst du, Junge? So muss das sein. Jetzt kannst du Weile baden. Ich mach hier wieder den Kreis. Das machen die scheinbar gerne. Eben was da steht, hast du nicht losgelassen. Und dann deaktivieren. So, und nicht ertrinken. Und dann anpfeifen. Ja, das funktioniert. Endlich mal was. Ich dachte doch, dass da was zu leveln ist hier. Okay, machen wir ein Gewicht drauf. Auch schon Holz gesammelt. Fleißig, fleißig. Ja, das Stroh nehme ich mal mit. Die Karotte darfst du behalten. Du kriegst noch eine Kartoffel dazu. Komm. Vielleicht isst du die ja doch. Jetzt macht der andere seine Kreisbewegung. So, dann badet man schön. Jetzt haben wir auch zwei Biber. Bin mal gespannt, wann die hier Biberdamm bauen. Die zwei. So. Dunkel. Schon wieder ein Tag vorbei. So. Tja, das war's. Danke fürs Zuschauen. Viel Spaß noch. Ciao, ciao.